Hallo meine Lieben, ich habe euch ja in meinem letzten Video meinen Favoriten, die Curaproxan-Würste, vorgestellt. Und mich würde tierisch interessieren, ob ihr sie ausprobiert habt, wie ihr damit zurechtkommt, wie gut ihr sie findet, was eure Meinung dazu ist. Also schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr es getestet habt und wenn ja, wie ihr es findet. Und heute möchte ich euch die Frage beantworten, ob es eigentlich besser ist, mit einer elektrischen Zahnbürste zu putzen im Vergleich zu einer Handzahnbürste. Das fragen mich nämlich auch ganz, ganz viele Patienten, die im Moment noch mit einer Handzahnbürste putzen, ob sie vielleicht umsteigen sollten auf eine elektrische Zahnbürste. Und die Antwort lautet, das kann man so pauschal nicht sagen. Also, theoretisch kann man mit beiden Zahnbürsten, sowohl mit der Handzahnbürste als auch mit der elektrischen Zahnbürste, die gleichen Ergebnisse erzielen, indem man sich einfach mal überlegt, was möchte man eigentlich erreichen. Man möchte die Plaque entfernen, man möchte, dass die Zähne ringsherum sauber sind und ja, sich einfach glatt anfühlen. Und dieses Ergebnis kann man mit beiden Zahnbürsten erreichen. Jetzt ist es mit der Handzahnbürste aber ein bisschen schwieriger, praktisch gesehen. Und zwar kann man sich das vorstellen wie mit einer Waschmaschine. Du kannst deine Klamotten mit der Hand waschen, was einfach ein bisschen länger dauert. Du musst viel Arbeit reinstecken und klar, die Klamotten sind hinterher sauber. Du kannst das gleiche Ergebnis erreichen wie mit einer Waschmaschine. Aber die Waschmaschine nimmt dir einfach sehr viel Arbeit ab. Und genauso ist es auch mit der elektrischen Zahnbürste. Du kannst in kürzerer Zeit dieses Ergebnis erreichen. Jetzt kommt es aber auch darauf an, welche Handzahnbürste bzw. welche elektrische Zahnbürste du benutzt. Gehen wir mal davon aus, dass es beides gute Zahnbürsten sind. Also eine gute Handzahnbürste, zum Beispiel die von Curaprox, oder eine gute elektrische Zahnbürste. Ich habe jetzt hier die Philips Sonicare. Wenn man die miteinander vergleicht, sind beide sehr, sehr gut, beide empfehlenswert, aber mit der elektrischen Philips Zahnbürste kann man trotzdem noch ein Tick besseres Ergebnis erreichen, weil einfach viele schlussig sind beim Zähneputzen. Da können wir uns alle, denke ich, an die eigene Nase fassen, es muss mal schnell gehen, man ist vielleicht abends müde. Mit der Philips Zahnbürste habt ihr in 2 Minuten wirklich ein perfektes Ergebnis. Mit der Handzahnbürste müsst ihr euch ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen gründlicher arbeiten. Und dann liegt es einfach an euch, womit ihr besser zurechtkommt. Manche sagen, ich habe eine elektrische probiert, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Irgendwie kribbelt alles im Mund und ist nicht so mein Ding. Ich putze lieber mit der Hand, da weiß ich wenigstens, was ich mache. Gibt es viele Patienten, die mir das berichten. Dann nehmt euch eine gute Handzahnbürste. Also achtet darauf, dass ihr gründlich putzt, dass ihr lange genug putzt, dass ihr wirklich am Ende ein gutes Ergebnis erzielt. Und das Ergebnis kann man so einfach überprüfen. Es klingt banal, aber nach dem Zähneputzen fahrt einfach mal mit eurer Zunge überall lang in jede hinterste Ecke und guckt, ob es wirklich sich glatt anfühlt. Weil dann wisst ihr, ihr habt gründlich genug geputzt. Und das ist eine ganz gute Methode, um das einfach mal zu überprüfen, das Ergebnis. Für alle anderen, die mit einer elektrischen Zahnbürste gut zurechtkommen und sich damit wohlfühlen, würde ich tatsächlich die Philips Sonicare empfehlen oder irgendeine andere Schallzahnbürste, wobei die von Philips wirklich gut ist. Und da mache ich auf jeden Fall nochmal ein neues Video zu. Es kommt nämlich wirklich darauf an, welche elektrische Zahnbürste man benutzt. Es sind nicht alle gut und es gibt auch einige, die man wirklich nicht empfehlen kann. Deswegen, wie gesagt, es kommt darauf an, erstens, was seid ihr für ein Typ, womit kommt ihr persönlich zurecht, weil das ist immer das Wichtigste, dass ihr euch damit wohlfühlt. Also sonst kann man alles andere und alle Empfehlungen vergessen. Wenn ihr euch nicht wohlfühlt und das nicht mögt, dann lasst es sein. Und dann das Zweite ist einfach wichtig, egal ob ihr mit der Hand putzt oder mit einer elektrischen, dass es eine gute Zahnbürste ist. Und wenn ihr euch entschließt, mit der Hand zu putzen, dass ihr eben im Hinterkopf behaltet, dass ihr ja selber mehr darauf achten müsst, dass ihr gründlich putzt und dass ihr lange genug putzt. Wohingegen die elektrische Zahnbürste euch da wirklich bisschen Arbeit abnimmt. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel ganz, ganz lange nur mit der Curaprox geputzt, bis ich dann doch mal auf eine elektrische Zahnbürste, und zwar diese Philips Sonicare, umgestiegen bin. Und ich dachte immer, ich habe mit der Curaprox sehr, sehr gute Ergebnisse und war immer super zufrieden, bin ich auch heute noch. Aber als ich dann zum ersten Mal die Philips probiert habe, nach 2 Minuten das Ergebnis mal überprüft habe, habe ich gemerkt, es ist doch noch glatter. Ich hätte nicht gedacht, dass es geht, aber man merkt schon einen Unterschied. Also
Das ist vollkommen ausreichend. Ihr putzt damit wirklich gut. Aber das ist einfach noch besser. Also ich kann es wirklich empfehlen, für diejenigen, die damit zurechtkommen, auf einer Schallzahnbürste umzusteigen. Und ich denke, ihr werdet auch den Unterschied merken. Also mit allen, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, haben mir das bestätigt, dass man damit noch bessere Ergebnisse erzielt und dass es sich einfach noch sauberer auch anfühlt. Und ja, jetzt mittlerweile putze ich fast nur noch mit der Sonicare. Ab und zu, wenn mir danach zumute ist, benutze ich immer noch die Curaprox. Einfach mal mittags oder zwischendurch, wenn ich Lust drauf habe. Aber fast nur noch wirklich mit der Philips. Also kann ich sehr empfehlen. Aber eben muss jeder selbst auch für sich entscheiden, was er möchte. Vielleicht einfach mal ausprobieren. Gut, das ist jetzt auch eine Investition, um dann festzustellen, ja, man kommt damit auch nicht zurecht. Das ist ein bisschen blöd. Ich denke auch, dass die meisten von euch sehr, sehr gut damit zurechtkommen werden. Und im Zweifelsfall, vielleicht habt ihr auch einen Freund oder eine Freundin, dann müsst ihr euch nur einen eigenen Bürstenkopf kaufen und könnt das auch so mal testen, ohne euch die ganze Zahnbürste zu kaufen. Ich hoffe, ich konnte eure Frage beantworten und ich konnte euch helfen. Und schreibt mir doch mal auch unten in die Kommentare, womit ihr zurzeit putzt, mit welcher Zahnbürste und ob elektrisch oder per Hand. Und ich würde mich freuen, wenn ihr was Neues ausprobiert und ich euch helfen konnte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!